Hallo, herzlich willkommen in meiner Massagepraxis in Blunz. Mein Name ist Stefan Posina, ich bin Heilmasseur und behandle in meiner Praxis unter anderem schwangere Frauen während und nach der Schwangerschaft. Eine von der schönsten Behandlungen, die ich mache und weitergehen darf, ist die Babymassage. So freut es mich jetzt, dass ich mit der Annette und der Anna, ihrem Baby, mal demonstrieren darf, wie so eine Babymassage abläuft. Der beste Zeitpunkt für eine Babymassage ist, wenn das Baby ausgeruht ist, entspannt ist und keinen Hunger hat. Ideal wäre eigentlich nach einem Bad. Das Massageöl, das man verwenden sollte, sollte ein neutrales Basisöl sein. Ich nehme gerne Mandelöl, weil Zusatzstoffe und Aromastoffe Hautreizungen und Allergien auslösen können. Wenn man auf der ganz sicheren Seite sein will, verwendet man ein Kokosöl. Das kann man auch bei Neurodermitis anwenden. Ja, jetzt starten wir mal. Wärmen unsere Handflächen. Legen sie auf Brustmitte. Meistens reagieren Babys, denn dass sie noch den Händen greifen, gerne. Ja. Und nenne jetzt ein paar Tropfen vom Öl. Ja, danke. Verrieben das, erwärmen das zwischen der Handfläche. Gehen wieder zur Brustmitte. Und fahren der Rippe entlang, habe ich. Wieder zur Brustmitte. Gehen zu der Fürsabi, verteilen das Öl, gehen wieder zur Brustmitte und fahren jetzt mit der linken Hand um den Bauchnabel, kreisende Bewegungen, ganz gut bei Blähungen und Koliken. Die rechte Hand folgt jetzt der linken Hand, fahren zum rechten Fuß mit der rechten Hand, heben den und die linke Hand stricht der Fuß aus. Wenn man ein bisschen geübter ist, kann man den nur abwechseln. Links, rechts, links, rechts. Die linke Hand geht wieder um den Bauchnabel, fährt kreisförmig im Uhrzeigersinn um den Bauchnabel, fasst jetzt das linke Bein und die rechte Hand stricht wieder aus. Dann gehen wir wieder zurück zum Bauchnabel und fahren zickzack über den ganzen Bauch und Brustkorb. Dann darf man nochmal mit und strichen aus. So, Annette, jetzt probierst du einmal. Ja, fahrst im Uhrzeigersinn, so, super. Es ist eigentlich nicht wichtig, wie die Technik abläuft und wie oft dass man das macht. Wichtig ist, dass man aufs Baby achtet und schaut, was ihm gefällt. Intuitiv schaffen, der Hand folgen. Sie macht das jetzt sehr, sehr schön, doppelt gleich. Und man sagt, der Anna gefällt so. Super. Machst vielleicht noch der linke Fuß. Super. Jetzt drehen wir das Baby auf den Bauch. Schauen, dass wir das Baby nicht zu weit abheben. So. Ja. Nein, wieder Öl. So tun sie so schön schaffen, sagt man, dass der ganze Körper streckt, bewegt, stärkt die Wirbelsäule. Ups, danke. Verrieben sie wieder zwischen den Händen und strichen wieder von der Füße auf zum Rücken. Machen wieder kreuzende Bewegungen und fahren wieder bei der Füße ein. Jetzt machen wir kreisende Bewegungen um die Wirbelsäule, nie auf der Wirbelsäule, hoch zu der Schulter und strichen wieder bei den Armen aus. Jetzt machen wir Katzenpfötchen, ganz einfache Bewegung, eine streichende Bewegung, wie eine Katze mit der Pfötle, der ganze Rücken entlang einstreichen, zu der Fürsabi, wieder zurück und zum linken Fürsabi. Annette, machst du jetzt noch einmal vielleicht? Das mit der? Ja, mit der Katzenpfote. Jawohl, strich schon die Füßchen aus. Jawohl, super. Jetzt wird sie langsam unruhig, das mag sie nicht mehr so. Jetzt drehen wir sie wieder auf den Rücken. Hopp. Jetzt.
Jetzt machen wir ein bisschen das Gesicht zum Schluss noch mit. Fahren mit der Daumen Stirn ab. Richtung Bauch ab. Heben die Füßle. Strichen wir einmal los bei der Füßle. Zum Schluss haben Babys gern, wenn man sie passiv bewegt. Das heißt, wir strecken und beugen die Glieder. Das geht am besten so, die Füße strichen und richtig einmal zusammen zu trauen. Das mögen sie ganz gern. Nehmen wir einmal die Hände, überkreuzen sie. Fahren zusammen, überkreuzen sie. Ja, gell? Auseinander und zusammen, gehen nochmal hoch. Wieder zurück und hoch und wieder zurück. Und bitte probierst du es noch einmal. Dann die Füße mal überkreuzen, das Kind. Ja, so. Das ist fein. Ja, fein. Und Hände. Oi. Ja, so fein. Ja, so fein. Ja, ihr sagt, das ist einfach ganz einfach und eine tolle Geschichte. Die Übung macht den Meister. Benutzen eure Hände, sind heilende Kräfte. Danke fürs Zuschauen.